Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen was anderes, denn ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen, was mich inspiriert hat, meinen ungefragten Senf dazu zu geben. Denn ich bin seit mittlerweile 6, 7 Jahren schon Teil der Beauty-Community und ich habe in erster Hand mitbekommen, wie sich diese ganze Industrie komplett verändert hat. Und ich dachte mir, wir reden einfach heute mal so ein bisschen über das Problem, hat TikTok die Beauty-Community zerstört. Macht's euch bequem, es wird wahrscheinlich ein längeres Video. Ich habe mir nämlich ein paar Stichpunkte gemacht, die ich gerne mit euch besprechen würde. Inspiration davon war das Video von Robert Welch. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Es ist mir wichtig, dass ich den Credit dann auch gebe und ich habe mir das Video 2-3 Mal genau angehört und mir ein paar Notizen dazu gemacht, um einfach auch über die Punkte nochmal aus der deutschen Sicht zu reden, weil die amerikanische / britische Sichtweise auf das Thema ist nochmal eine, glaube ich, ganz andere als hier bei uns. Verzeiht mir bitte, falls ich mich ein bisschen nasal anhöre. Ich bin noch ein bisschen krank, aber das soll mich nicht daran hindern, über dieses Thema zu sprechen, weil es mich schon seit einer Weile Tatsache wirklich belastet, ist, glaube ich, in dem Fall das falsche Wort. Es beschäftigt mich seit einer Weile und ich habe mich ja auch vor 3 Jahren dazu entschieden, überhaupt TikTok aktiv zu nutzen. Und vorher war ich immer ich habe mich immer dagegen gesträubt, TikTok als Plattform für mich als Content Creator zu nutzen. Ich habe mal einen Spruch gehört und der trifft auf fast alle Lebenslagen und Situationen ein. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich möchte natürlich diesen Job noch ganz, ganz lange weitermachen können und habe mich dadurch dann natürlich auch dazu verpflichtet gefühlt, TikTok zu machen. Rückblickend, wirtschaftlich gesehen, war das für mein Unternehmen eine sehr, sehr gute Entscheidung. Aber persönlich als Beauty-Konsument, so wie wir es ja auch alle sind, die den Content konsumieren, war das vielleicht gar nicht die richtige Entscheidung. Und ich würde mich freuen, wenn ich dieses Video nutzen kann, um so ein bisschen in die Interaktion zu gehen und zu schauen, was sagt ihr dazu? Wie seht ihr das Thema? Was ist eure Meinung zu TikTok und der Beauty-Community 2024? Ich mache es nicht häufig, aber wenn, dann habe ich ein Skript und habe mir hier viele Punkte aufgeschrieben, die ich mit euch einfach mal besprechen würde. Es sind nämlich ein paar, die zwar fast alle miteinander zusammenhängen, aber auch für sich stehen. Und das betrifft nicht nur TikTok, sondern es betrifft auch vor allen Dingen Instagram durch den Start von Reels und mittlerweile auch YouTube Shorts. Und ich muss ganz klar einen kleinen Disclaimer mit dazu nehmen. Ich habe mich bei vielen, vielen Punkten, als ich sie aufgeschrieben habe, immer wieder selbst erwischt und auch festgestellt und gelernt, an welchen Punkten ich persönlich arbeiten kann. Weil ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile, dass ich mache das hier total gerne. Ich liebe den Job, den ich mache. Ich liebe Make-up, aber ich bin erwachsener geworden. Ich werde im nächsten Jahr 30 Jahre alt. Ich habe angefangen, da war ich gerade mal Anfang 20. Und ich glaube, die 20er bis zu den 30ern sind sehr prägende Jahre. Und ich habe angefangen, weil ich mich zu einer Community zugehörig fühlen wollte. Und ich habe das geschafft und habe dadurch eine eigene Community aufgebaut. Was aber nicht heißt, dass ich nicht mich anpassen möchte an die Werte, die ich vielleicht 5, 6 Jahre später entwickle. Und ihr habt es vielleicht auch in den letzten Wochen und Monaten schon so ein bisschen mitbekommen, dass sich da natürlich auch was verändert hat und wie ich den Content aufbaue und welchen Content ich mache, sich etwas verändert hat. Wir starten mit etwas Positivem und das ist die Diversität. TikTok hat es geschafft, eine Plattform für alle zu erzeugen. Im Vergleich zu Instagram war Instagram immer die Schickimicki-Plattform. Es war alles immer so ein bisschen poliert, es war alles immer so ein bisschen inszeniert. Und das funktionierte, beziehungsweise funktioniert bei TikTok nicht so gut wie der authentische Content. Dieser Content, der so super nahbar ist und dass alle Creator werden können. Und das sehen wir natürlich auch durch die Vielzahl an neuen Creatorinnen und Creatern, die in den letzten 2 Jahren wirklich explodiert sind. Wir haben millionenfache Millionäre, mit Sicherheit auch, aber wir haben Leute, denen Millionen Menschen folgen. Und das ist ein Thema, da kommen wir später nochmal zu. Es ist einfach so viel diverser geworden. Instagram und YouTube war immer etwas sehr Cleanes, etwas sehr Schickes und weniger authentisch. Beziehungsweise waren die Kanäle, die nicht so authentisch waren, meistens die erfolgreichsten Kanäle. Und Authentizität ist, glaube ich, nochmal ein Thema, worüber wir vielleicht gesondert reden können, weil jeder verbindet Authentizität mit etwas anderem. Für mich ist etwas authentischer, was vielleicht für dich nicht authentisch ist. Aber im Allgemeinen hat TikTok einfach viel mehr Leuten die Möglichkeit gegeben, eine Karriere zu erzeugen, gesehen zu werden und uns als Konsumentinnen und Konsumenten einfach eine Zugehörigkeit zu bekommen zu Menschen, mit denen wir uns besser identifizieren können. Was eine sehr, 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 sehr gute Sache ist.
Ich hatte es eben angesprochen, dass die Qualität von TikTok-Videos eigentlich nochmal eine andere ist. Auf TikTok funktioniert Content deutlich besser, der Low Quality ist. Heißt nicht unbedingt, dass es ein schlechtes Telefon sein muss, sondern TikTok als Plattform ist dafür gemacht worden, damit Content von allen Leuten an ihrem Handy in einem vertikalen Format produziert werden können. Und das kannst du, das kann ich, das kann jeder, das kann selbst meine Oma, kann ein Selfie-Video machen und könnte es recht einfach hochladen, ohne sich wie bei YouTube durch 10 verschiedene Fragebögen durchzuklicken. Und dadurch ist der Content auch viel authentischer für viele. Er ist schneller produziert, er ist in einem weniger glossy Studio produziert. Ich meine, vor mir stehen 1, 2, 3, 4, 5 Lampen alleine vor mir, unter mir ein Reflektor und hinter mir nochmal eine Lampe. Das wäre für TikTok völlig irrelevant. Ich könnte mich auch in die dunkelste Kabine setzen, mir meine iPhone-Kamera vors Gesicht halten und ein Video produzieren und das würde gut ankommen, weil es so authentisch ist, weil es so nahbar wirkt. Und das ist auf der einen Seite eine super gute Sache, weil vieles einfach viel schneller produziert werden kann, so ein bisschen vom Herzen heraus produziert werden kann und einfach nicht so viel Zeit in ein Content-Piece, also in ein Video investiert werden muss. Das ist für jemanden wie mich, der das natürlich auch beruflich macht, eine gute Möglichkeit, um schneller und mehr Content zu machen. Auf der anderen Seite haben wir aber das Problem einfach des Qualitätsverlustes. Wenn wir nicht mehr mit Kameras filmen, die viele, viele tausende Euros kosten, wir haben viel Licht, wir haben tolle Tonaufnahmen, meistens zumindest, wir haben ein sehr qualitativ hochwertiges Bild im Allgemeinen, was elementar wichtig ist für Beauty-Content meiner Meinung nach. Du kannst nicht eine neue Creme bewerben, wenn du sie mit einer Kartoffel filmst. Die meisten TikTok-Videos, auch bezahlte Kooperationen von vielen anderen, werden mit der Selfie-Kamera gedreht. Die hat eine recht schlechte Auflösung. Durch das Rendern in den Videoschnittprogramm und das Uploaden auf die Plattform verlierst du einfach so viele Details in der Haut und dadurch ist es nicht mehr so eindeutig, ist das jetzt ein gutes Produkt? Wie ist der Effekt des Produktes wirklich? Ihr könnt hier meine Wimpern zählen. Ihr könnt meine Poren zählen. Ihr seht jeden Pickel. Ihr seht hier Unreinheiten. Die Qualität, die richtige Qualität des Videos ist auf TikTok deutlich schlechter. Und das führt natürlich ganz klar dazu, dass Informationen, die wichtig sind, um ein Produkt zu bewerben, so ein bisschen gefiltert aussehen. Ich würde nicht sagen, dass das Thema Filter ein eigenes Problem bei TikTok ist, sondern ich erinnere mich an die Zeit so 2019, 2020, als Instagram diese Funktion von diesen Filtern eingeführt hat. Da hat man meistens gesehen, dass ein Filter auf dem Video drauf ist. Man hat viele farbverändernde Filter. Presets waren ein ganz großes Ding. Und mittlerweile sehe ich das bei Instagram eigentlich fast gar nicht mehr. Zumindest nicht in ernst gemeintem Content. Und im Zuge der voranschreitenden Entwicklung von KI und Content-Pieces, die in der App gefiltert werden können und TikTok bietet, alleine das, TikTok bietet in der Videoaufnahmesequenz an, Filter zu benutzen. Du kannst die Zähne weißer machen lassen. Und zwar so, dass du es nicht mehr siehst. Wenn ich so machen würde über mein Gesicht, würde man das auf TikTok nicht sehen. Der Filter springt nicht weg. Der technische Fortschritt in Sachen Filtern ist so weit fortgeschritten, dass es einfach nicht mehr zu unterscheiden ist, meistens zumindest nicht oder häufig zumindest nicht, ist auf diesem Video ein Filter drauf oder ist da kein Filter drauf? Wir sind eine recht erwachsene Community, aber natürlich auf TikTok ist die Zielgruppe noch mal ein Stückchen jünger. Einfach ein falsches Schönheitsideal. Und ich glaube, Schönheitsideale sind ja auch immer sehr verändernd. Aber wenn du den ganzen Tag, und ich nehme mich da absolut mit rein, ich sehe Content-Pieces von Leuten, das muss gar nicht mal unbedingt Beauty sein, sondern seien es Körper, seien es Outfits, sei es das High-Glossy-Life. Ich vergleiche mich damit. Ich sehe etwas und denke mir, boah, warum hat sie so schöne Augen? Sie hat einen Filter drauf. Aber das macht dein Gehirn in dem Moment natürlich nicht ganz eindeutig mit. Es versteht es nicht in dem Moment. Und die Veränderung der Schönheitsideale durch diese Filter ist einfach so massiv verzerrt. Und ich sehe das in der Zukunft als ganz großes, massives Problem durch die KI. Wenn ihr wüsstet, was ich mittlerweile an meinem Computer für ein paar hundert Euro machen kann. Si vous saviez ce que je peux faire avec mon ordinateur pour quelques centaines d'euros maintenant. An Videobearbeitung, ohne dass es am Ende sichtbar wäre. Ihr würdet umfallen. YouTube, ich mache das nicht, weil ich einfach der Meinung bin, dass das falsch ist. Natürlich gibt es auch mal einen Paris-Filter bei Instagram in den Stories oder so, damit es einfach ein bisschen frischer aussieht. Gesichtsveränderungsfilter ist nochmal was ganz anderes. Reden wir über Werberichtlinien.
Und die sind meiner Meinung nach bei TikTok ein bisschen schwammiger, vor allen Dingen bei vielen der neuen Creator. Ich komme ja noch aus einer Zeit, die von YouTube und Instagram geprägt ist und wir haben durch viele, viele Klagen gelernt, wie ist Werbung zu kennzeichnen. Und es gibt ein klares Regelwerk, wie Content zu branden ist. Aber wenn wir auf Thema Nummer 1, der Authentizität und des schnellen Content-Produzierens gehen. Es ist natürlich super easy, schnell mal ein Produkt in die Kamera zu halten und es nicht als Werbung zu kennzeichnen. Nicht alles ist Werbung, das ist ganz klar. Und ich probiere das auch immer wirklich ganz eindeutig zu kennzeichnen. Wenn es eine bezahlte Werbepartnerschaft ist, steht immer Anzeige mit drauf. Bei TikTok ist es nicht mehr ganz so eindeutig, weil es ist ja nur eine Empfehlung. Und ihr seht es bei Instagram, bei mir zum Beispiel, steht immer, wenn es ein ungesponsertes Video ist, wenn ich das selbst als meine Meinung kennzeichne, ist immer unbezahlt, Ausrufezeichen da. Sobald es ein bezahltes Video ist oder das Produkt in PR oder sonst irgendwie was gekommen ist, steht immer Anzeige drauf. Bei TikTok sind diese Grenzen aber so ein bisschen verschwommen da, weil viele einfach schneller auf Veröffentlichen klicken und nicht mehr so einfach Content als Werbung kennzeichnen. Und deswegen würde ich euch mal ganz genau darum bitten, einfach zu schauen, vor allen Dingen bei den amerikanischen Creatorinnen und Creatern ist es nochmal viel massiver. Oft steht einfach nur ganz, 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 ganz hinten in der Hashtag-Liste XY-Marke Partner. Das ist keine Werbekennzeichnung. Und ein Thema, was ich hier gerne ansprechen wollen würde, ist, ich hatte vor einer Weile eine Zusammenarbeit, ist schon ein bisschen her, mit einer sehr bekannten großen Marke. Und wir haben zusammengearbeitet und wir geben als Content Creator geben wir vorab den Content einmal ab, dass die Firma darauf schauen kann. Und wir geben auch die Caption vorher ab, dass da halt kein Quatsch drin steht, dass da keine Rechtschreibfehler drin sind. Und ich habe es mir natürlich immer angewöhnt, gleich die Caption auch gleich Anzeige, Schrägstrich, bla 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 bla, Hashtag, Hashtag, Hashtag. Und ich habe den Content eingereicht und bekam den Content zurück mit Content ist freigegeben, die Caption allerdings nicht, das Wort Anzeige, Schrägstrich, Werbung soll rausgenommen werden, sondern es soll ausschließlich hinten Hashtag XY-Marke Partner sein. Und im Vertrag steht, dass ich nur Content veröffentlichen darf, der abgenommen wurde. Ich habe natürlich aber nicht die Caption, so wie die Firma mir das gegeben hat, genommen, sondern ich habe Anzeige vorne stehen gelassen. Und ich habe damit riskiert, dass ich den Vertrag breche, eine Strafzahlung mache und wahrscheinlich auch noch nicht mal die Bezahlung für das Content Piece bekomme. Und das ist in Amerika nochmal ein bisschen anders. Hier habe ich es selten, nein, ich habe es noch nie erlebt, dass eine Firma das erwartet von mir. Ich habe aber mit einer amerikanischen Firma zusammengearbeitet. Und die ist der Meinung gewesen, dass ich das so machen soll. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Also achtet mal so ein bisschen darauf. Meistens ist es eindeutig, für viele zumindest so, für mich zumindest ist es, glaube ich, eindeutig zu sehen, ist es jetzt ein bezahltes Werbevideo oder ist es das jetzt nicht. Ein Problem, was mir persönlich auch immer wieder auf die Füße fällt, ist das Thema Viralität. Bei YouTube weiß ich ungefähr, welche Videos gut funktionieren und welche nicht. Auf YouTube ein virales Video zu kriegen, ist in der Beauty-Industrie eigentlich komplett unmöglich. Bei TikTok oder bei Reels mittlerweile auch, gibt es eigentlich schon wie ein Rezeptbuch, was du tun musst, was du sagen musst, damit ein Video viral geht. Und ich hatte vor einer Weile ein Experiment gemacht. Einige haben es verstanden, viele wiederum auch nicht. Wo ich am Anfang des Videos gesagt habe, wenn ich noch einmal sehe, wie du dies, das oder jenes machst, dann raste ich aus. Ein sehr provokanter Text, eine sehr provokante Wortwahl und es hat funktioniert. Und ich habe das über Tage und Wochen immer wieder gemacht und jedes Video ist viral gegangen. Millionen Aufrufe durch diesen Triggerpunkt. Und das ist auf der einen Seite in Ordnung, wenn man ein Video am Anfang ein bisschen mehr hypt. Das kennen wir von YouTube natürlich auch. Die Thumbnails sind extravagant, die Titel sind ein bisschen übertrieben, aber so erreichst du halt einfach nur mal die Aufmerksamkeitsspanne. Ich sehe das oft, dass viele sich beschweren über die Titel von Videos oder über die Thumbnails, aber es hat ja funktioniert. Die Person hat ja raufgeklickt. Auf ein langweiliges Thumbnail würde die Person niemals raufklicken. Thumbnails sind die Vorschaubilder bei YouTube. Uns Content Creatorn ist in dem Moment sind die Hände gebunden natürlich, weil wir müssen ja das machen, um die Leute zu erreichen, die uns folgen, weil die Algorithmen einfach so konzipiert sind mittlerweile, dass nur weil du auf Abonnieren gedrückt hast, es nicht heißt, dass du dir das Video auch anschauen wirst. TikTok gibt es fast schon ein Regelwerk, was du tun musst, damit ein Video viral geht. Sei es provokant in den ersten 3 Sekunden irgendwas sagen oder provokant etwas machen. Und das führt zum nächsten Problem. Gefahren. Wir haben mit Sicherheit alle schon Content gesehen, der völlig fern von der Realität ist. Sei es ein Full-Face-Make-up mit Nagellack.
Sag mal, was fällt euch denn ein? Wie wenig Grips muss ein Mensch haben, um sich Nagellack ins Gesicht zu schmieren? Für Klicks. Es hat funktioniert. Du hast Millionen Aufrufe gemacht. Aber wie ungesund ist das? Nicht nur für deine Haut, sondern für die Leute, die das Ganze kopieren. Und daran denkt irgendwie immer niemand, weil viele einfach nur nach diesen viralen Produkten, nach diesen viralen Momenten lechzen. Und ich nehme mich da nicht mit rein, weil natürlich mein Job ist es, viel Content zu produzieren und ich kann mit mehr Firmen zusammenarbeiten, wenn ich guten Content mache, der gut ankommt. Ich probiere es ein bisschen anders zu machen, wie beispielsweise, ich zeige einfach ein Produkt, was vielleicht für etwas anderes gedacht war und kann daraus eine Geschichte erzählen. Aber mir würde es niemals einfallen, einen gefährlichen Trend zu machen, um virale Klicks zu bekommen. Ich glaube, da sind wir als erwachsene Gesellschaft und vor allen Dingen, falls ihr Kinder habt, die in dem Alter sind, die Content konsumieren auf TikTok, in der Pflicht und in der Verantwortung, da den Riegel vorzusetzen und das mit den Kindern zu besprechen. Weil ich es immer wieder sehe und ich bin schockiert über die Vielzahl an Kindern auf Social Media. Die Eltern, die ihre Kinder in die Kamera halten, um Klicks zu generieren. Das als Thema extern nochmal natürlich, aber auch, wie viele Eltern ihren wirklich teilweise 11-, 12-jährigen Kindern die Möglichkeit oder die Erlaubnis zumindest geben, Content auf TikTok hochzuladen und diese gefährlichen Trends nachmachen. Sobald ich sehe, dass ein 11-jähriger Junge oder ein 12-jähriges Mädchen auf TikTok ist, melde ich diesen Content. Nicht, weil der Content falsch ist, sondern weil ich der Meinung bin und das den Richtlinien entspricht, dass Menschen unter 13, für mich könnte es sogar älter sein, nichts auf der Plattform zu suchen haben. Und wenn dann diese gefährlichen Trends gemacht werden, die nicht nur im Video, sondern vor allen Dingen auch auf dem Schulhof kopiert werden, dann bricht es mir das nicht vorhandene Vaterherz. Das ist unsere Aufgabe, das so ein bisschen zu reglementieren mit unseren Kindern, aber auch mit dem Content, den wir den Kindern erlauben. Und meiner Meinung nach auch ein Appell an die Plattform selber, dass so ein Content nicht verbreitet werden kann. Und das geht direkt weiter zu Fehlinformationen. Das hat nichts unbedingt mit Beauty-Content zu tun, aber schaut euch mal bei TikTok an. Wenn ihr 5 Minuten zu lange auf einem Video drauf wart, ist euer ganzer Feed voll. Mein TikTok-Feed ist gerade voll mit Hühnern. Ich habe mir ein Hühnervideo angeschaut und ich möchte jetzt unbedingt einen Stall mit Hühnern haben. Hätte ich mir aber ein Video über politische Fehlinformationen angeschaut. Ne? Der Content ist immer weiter und dann geht's weiter. Ist der Content authentisch? Ist der Content einfach produziert? Ist das eine vertrauensvolle Person? Und da wird's dann schon wieder schwierig. Viele Marken haben mittlerweile verstanden, wie wichtig TikTok als Plattform für sie ist. Und ich sehe das mittlerweile genauso, dass viele Marken, die einfach zu spät mit TikTok angefangen haben, einfach nicht so gut heutzutage funktionieren. Wir haben in den letzten, ich würde sagen seit 2020, viele Marken gehen gesehen, viele von den Originalmarken, sei es Bäcker, sei es Love, einfach viele Marken, die nicht mehr im Zeitgeist waren und nicht mehr so performt haben. Gleichermaßen sind viele neue Marken in den Fokus geraten oder neue Produkte von alten Marken, die diese viralen Momente so ein bisschen genutzt haben. Die Produkte sind viral produziert worden, um Viralität zu erzeugen. Es gab, glaube ich, mal einen Blush, der war schwarz und der war so gehypt, weil er natürlich schwarz war und der hat sich dann farblich verändert. Vor 6 Jahren wäre dieses Produkt so niemals auf den Markt gekommen, weil es abgeschreckt hätte. Heute wollen die Leute es kaufen, weil es alle Leute auf TikTok haben. Das ist ein Problem für viele Marken, die einen anderen Blickwinkel auf die Produktion von Produkten haben. Sei es Qualität, sei es lieber bringen wir alle 6 Monate ein Produkt raus, was wirklich gut ist und was einen Mehrwert bietet, als Produkte, die nur schnell viral gehen werden. Sei es die Verpackung oder die Farben oder das Marketing dahinter. Und das bricht vielen Marken das Genick. Und ich habe mir vorgenommen, langfristig und auch kurzfristig mehr den Fokus wieder auf Marken zu setzen, die ein langfristiges Ziel verfolgen, die eine gute Ethik dahinter haben, die nicht lechzen nach diesen viralen Produkten. Es ist völlig in Ordnung, dass man natürlich auch als Marke probiert, so einen viralen Moment zu erzeugen. Aber für mich als Content Creator ist es immer schwierig, wenn Marken sagen, wir wollen ein virales Video haben. Wir wollen, dass dieses Produkt viral geht. Das passiert häufig und ich sage dann immer, es ist nicht meine Aufgabe. Ich kann das Produkt zeigen, aber das Produkt kann nur viral gehen, wenn es einen Mehrwert hat und nicht, weil ihr wollt, dass das Produkt viral geht. Und ich glaube, das ist für viele Marken
gerade auch noch so ein bisschen schwierig, da den Überblick zu verlieren, weil viele Markenstrukturen oder Unternehmensstrukturen in altbekannten Marken einfach noch sehr verfestigt sind und sie Probleme haben, sowas mal zuzulassen und junge Marken da einfach viel individueller handeln können. Dann sieht man ganz oft bei altbekannten Marken, die probieren auf Zwang diesen viralen Moment zu erzeugen, dass der meistens dann ziemlich floppt. Das ist ja auch völlig in Ordnung, aber irgendwann ist die Zeit für jede Marke gekommen, entweder viral zu gehen oder zu gehen. Ich glaube, TikTok ist einfach eine gute Plattform für viele, um sich zu zeigen. Wir haben diversere Leute, wir haben diversere Creator, wir haben viel mehr Informationen, die uns in einem kürzeren Zeitpunkt gegeben werden können. Allerdings dadurch natürlich auch viel mehr Fehlinformationen, ein viel höheres Konsumverhalten an neuen viralen Produkten, aber auch einfach sehr lehrreichen Content. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Schreibt mir gerne unbedingt einmal in die Kommentare, was ihr von der Plattform TikTok oder von dieser neuen Art von Content haltet. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß auch, dass viele Marken diese Videos von mir auch schauen und darauf dann auch reagieren wollen und möchten. Schreibt einfach gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.